So, der Jonas, der hat ein Video hochgeladen. Influencer, die problematischen Vorbilder. Mein Name ist Jonas Ems und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Und ich sage euch, Leute, das heutige Video wird mal wieder ziemlich spannend. Ich finde die, Änderung von Jonas relativ interessant, weil der ist ja jetzt nicht mehr Hauptcontent-technisch Frauenküsser, sondern macht jetzt relativ conscious Content, ne? Der macht so gesellschaftliche Themen. Es geht unter anderem auch wieder um Content Creator und Influencer. Und seid mir nicht böse, dass es schon wieder um dieses Thema geht, aber ich kenne mich in diesem Kosmos einfach sehr gut aus, was unter anderem damit zusammenhängt, dass ich selber einer von denen bin. Es geht aber heute um viel, viel mehr und das ist sehr, sehr spannend und vielleicht nimmt man aus diesem Video nochmal schön was mit. Und ich bin natürlich vor allem sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema in die Kommentare schreibt. Vorbilder und Idole können uns prägen. In ihren Werten, in ihren Taten, wie sie sprechen, wie sie aussehen, was ihre tiefsten Wünsche und größten Träume sind. Und wir eifern ihnen oftmals bewusst oder unbewusst nach. Also ich bin mir ganz sicher, es gibt einige von euch da draußen, die würden sagen, sie haben jetzt gar kein Vorbild so im Kopf und das kann auch sein, dann ist es vielleicht eher so eine unbewusste Sache. Andere Leute können ihre ganzen Vorbilder gar nicht an beiden Händen aufzählen, so viele sind das. Das ist eine ziemlich spannende Sache und ich habe mich damit mal ein bisschen genauer beschäftigt. Bei Kindern ist es oftmals so, dass Eltern oder Großeltern oder andere nahestehende Verwandte diese Vorbildfunktion einnehmen, so ganz automatisch. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen von uns auch immer noch so geblieben. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es Aspekte bei meiner Mutter und auch bei meinem Vater gibt, die für mich dann so vorbildlich sind, wo ich sage, das sind für mich Vorbilder. Und auch noch bei meinen Großeltern, also das gibt es natürlich bei uns allen noch. Aber ich habe mir mal wieder Statistiken reingezogen, weil die natürlich sehr spannend sind, um das Ganze zu unterfüttern. Wer so Vorbilder für Kinder und Jugendliche sind, wenn man die ganzen Verwandten mal rauslässt, und das ist jetzt sehr spannend, schaut euch diese Grafik gerne mal an. Art der Vorbilder bei Kindern in Deutschland im Jahr 2020. Sänger, Person des öffentlichen Lebens, Person aus dem persönlichen Umfeld, YouTuber, Instagram, TikToker, Let's Player. Oh, das ist sogar, what the f***, 11 bis 13 Jahren. Das ist ja besorgniserregend. Wir schauen uns jetzt alle im Alter von 11 bis 17 an. Also quasi die letzten vier Balken, die wir sehen, die ersten beiden 3 bis 6 Jahre. Das ist nicht spannend für uns. Und ganz aufregend achtet man auf die roten Balken. Das sind nämlich die YouTuber, Instagramer, TikTok und Let's Player. Also im Grunde Content Creator bzw. Influencer. Und die nehmen jedes Mal so mindestens ein Viertel ein. Also sind so mit der größte Balken, neben Figuren aus Sendungen und Filmen. Die beachte ich hier aber nicht, weil die für mich nicht so stark einfach sind. Ansonsten sehen wir hier auch, oftmals sind es auch noch Sportler, gerade bei Jungen und auch zu einem gewissen Anteil Musiker. Und dann steht hier noch Person des öffentlichen Lebens. Das könnte natürlich genauso auch Creator sein, deswegen das Geld. Ich wollte gerade sagen, Instagrammer, TikToker und Personen des öffentlichen Lebens sind genau dasselbe. Also da musst du einfach, wie war das hier gerade? YouTuber, Instagrammer, TikToker und Let's Player und Personen des öffentlichen Lebens, das heißt gelb und rot ist eigentlich ein Balken. Eltern sollten Vorbilder sein? Bruder, meine Eltern waren nie Vorbilder. Ich kenne niemanden, für den die Eltern Vorbilder waren. Ich glaube, das ist eine Illusion. Das ist ein Wunsch, das ist keine Illusion, es ist eine Wunschvorstellung. Vielleicht gibt es Leute, für die das so ist. Bei mir war das nicht so. Das könnte natürlich genauso auch Creator sein, deswegen das Gelbe muss man mal ganz weglassen. Aber wir wissen auf jeden Fall, Influencer spielen hier ganz schön mit. Und das ist natürlich auch eine Sache, die erst in den letzten Jahren dazu gekommen ist, denn so lange gibt es Content Creator noch gar nicht. Also als ich 12 oder 13 war, da konnte man gerade so damit anfangen, dass es YouTuber gab, die man gefeiert hat. Instagram, Snapchat oder TikTok gab es zu der Zeit noch gar nicht in Deutschland. Meiner persönlichen Theorie nach ist es aber so, dass Influencer sogar noch viel mehr Einfluss als Vorbilder haben, als einige andere Vorbilder. Also vergleichen wir das beispielsweise mal, wenn wir ein Mädel haben, der ein großes Vorbild Cristiano Ronaldo ist, weil sie sagt, okay, der spielt so krass ambitioniert Fußball und sie möchte das genauso auch für sich in ihrem Verein so durchziehen wie er. Und sie hat dann Cristiano Ronaldo als Fan und wir haben jetzt hier mal einen Jungen, der ist Fan von Montana Black und das ist sein Vorbild. Und er zieht sich die ganze Zeit Montana Black Streams rein. Einfach beide plakativ beispielhaft. Dann ist es natürlich so, dass Montana Black ein gutes Stück nahbarer ist. Stay, du bist in gewisser Weise ein Vorbild für mich. Boah, es ist unangenehm. Also durch seine Streams, wenn man sich regelmäßig anguckt, erfährt man viel über ihn und auch über sein persönliches Leben. Was hat er denn dann? Hat er ein neues Tattoo in der Fresse? Monte. Oh. Wenn man bei ihm bei Instagram nachschaut, er hat einige sehr persönliche Interviews und Auftritte im deutschsprachigen Raum. Man kann über Montana Black sehr viel erfahren, auch sehr viel Persönliches. Auf der anderen Seite, Cristiano Ronaldo gibt natürlich auch Interviews und Cristiano Ronaldo hat auch Instagram. Ob er das selber führt oder jemand anders für ihn, das weiß man nicht genau. Aber Cristiano Ronaldo ist da längst nicht so transparent und persönlich. Das heißt also, auch wenn man quasi Facetten von Cristiano Ronaldo als Vorbild nimmt, dann hat das wahrscheinlich nicht ganz so viel Impact, wie ein Montana Black haben kann. Ja, ich glaube, in diesem Vergleich muss man auch dazu sagen, dass Cristiano Ronaldo natürlich ein absolutes Leistungsmonster im sportlichen Bereich ist. Montana Black ist ein absolutes Leistungsmonster am Spielautomaten. Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das, was Jonas jetzt gleich sagen will, ist, dass das unterschiedlich, dass Montana Black auch viel näher an den Leuten dran ist. Das bedeutet, Montana Black hat halt so einen zwischenmenschlichen Kontakt, könnte man fast sagen. Ne? Viele Leute begeistert das sehr, wenn sie mit ihren Idolen Kontakt haben können, obwohl es ja eigentlich heißt, never meet your idols. Aber bei Influencern ist es genau umgekehrt. Influencer und Streamer, YouTuber, Instagrammer und TikToker sind ja
da ist es genau andersrum, weil sie bauen ihre Persönlichkeit auf diesem Kontakt auf. Ich würde jetzt sagen, dass es da immer um Persönlichkeit geht und um Charakter. Und das kann man schlecht trainieren und schlecht lernen. Deswegen entweder findest du jemanden sympathisch oder unsympathisch. Und das basiert ja auch so ein bisschen auf zwischenmenschlicher Interaktion. Mal als Beispiel, wenn man sich regelmäßig Montana Black Streams reinzieht und der dort regelmäßig an seiner Vape zieht, dann wird man eher dazu tendieren, auch mal so eine Vape auszuprobieren oder ist dem auf jeden Fall nicht ganz so abgeneigt, als würde man jetzt jemanden verfolgen, der nie eine Vape benutzt. Das heißt also, nur weil man sich diese Streams anschaut, beeinflusst einen ein Montana Black ganz unbewusst und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint ihm gegenüber, ist ja sein gutes Recht, das in seinen Livestreams zu machen, aber ist dort mehr Einfluss da, als man das jetzt beispielsweise bei eben einem Cristiano Ronaldo mitbekommen hat, weil einfach dieses Streaming auch was ganz anderes ist. Und da sind natürlich auch TikToker oder Instagramer oder auch YouTuber zum Teil wesentlich persönlicher. Deswegen ich glaube, dass Influencer, und deswegen dreht sich dieses Video vor allem auch darum, einen ganz besonders großen Einfluss auf die Zuschauer und Zuschauerinnen haben kann und man deswegen ganz besonders vorsichtig sein sollte, wen man als Vorbild nimmt und wen lieber nicht. Ich glaube, man hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wen man als Vorbild nimmt und wen eben nicht. Das ist ja genau das, ist ja die Krux daran und darum macht es ja auch so unglaublich gemein. Wenn du jemanden cool findest, dann hast du nicht die logische, rationale Erklärung zu sagen, ja, ich finde den ja cool, aber ich will den mir nicht als Vorbild nehmen. Ach, come on. So funktioniert das leider nicht. Ich wünschte, es würde so funktionieren, aber so funktioniert das leider nicht. Bei den erwachsenen Leuten, bei Leuten, die draußen irgendwie schon im Leben stehen, da kann ich mir das vorstellen. Leute, die Vollzeit beruflich unterwegs sind, die können eventuell sagen, ich finde den zwar ganz cool, aber ich will das nicht auch machen. So. Versteht ihr? Ich glaube, das ist schon okay. Aber bei Kindern, bei Jugendlichen, die suchen sich das nicht aus, das passiert einfach. Und dann hast du da überhaupt keinen Einfluss drauf. Oder dass man zumindest, und das ist auch mein Ziel und meine Ambition bei diesem Video, dass man eine kritische Sichtweise auf viele Dinge bekommt und darüber abstrahieren kann, was wirklich vorbildlich oder erstrebenswert ist oder was vielleicht gar nicht mal so cool sein kann. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen mit diesem Video so ein ganz klein bisschen helfen. Deswegen kommen wir zu Kapitel Nummer 1, problematische Werte. Wie ich das eben schon angeteast habe, gibt es eine ganze Menge an Stars, die relativ problematische Werte glorifizieren. Und das muss nicht nur glorifizieren sein, das kann ansonsten auch einfach ausleben sein und das sehr deutlich zur Schau stellen. Ich habe gerade bewusst Stars und nicht nur Influencer gesagt, weil ich sagen muss, dass beispielsweise Musiker auch einen sehr großen Einfluss in Deutschland haben, gerade durch die Songtexte und durch die Musikvideos, was dort dargestellt wird, aber natürlich auch über deren Insta-Stories. Also auch das ist teilweise gefährlich. Wie gesagt, wir setzen hier den Fokus vor allem auf Content Creator und Influencer und wir schauen uns jetzt gerade mal ganz kurz ein paar dieser Werte an, die problematisch sind. Und auf die gehe ich jetzt gleich kurz auch noch intensiver ein. Wir haben da Themen wie Geld und Materialismus, Konsum oder Überkonsum, toxische Männlichkeit und Übersexualisierung und Oberflächlichkeit. Das sind so die zentralen Themen, die ich rausgesucht habe, die sehr spannend sind anzugucken, bei denen man schnell auf eine falsche Fährte geraten könnte und es deswegen glaube ich, wichtig ist, das einmal zu besprechen. Kapitel 1a, Geld und Materialismus. Die meisten Content-Creator sind überdurchschnittlich vermögend. Außer ApoRed, der leider nicht. Das ist... Digga, wo kommt der her, Digga? Das ist natürlich nicht schlimm, es ist nur unangenehm, dass er noch so tut, als wär's so und dann... mit so flext. Anderes Thema. Was ich aber schade finde, ist, dass es so viele Influencer gibt, die das eben sehr deutlich raushängen lassen oder es teilweise sogar wirklich als eine Art, naja, als Trophäe benutzen und die immer wieder zur Schau stellen. Im Sinne von, guckt mal, was ich mir leisten kann, guckt mal, was ich habe und guckt mal, wie krass ich damit bin. Ja, und das ist halt so eine Sache, die ich auch nicht raffe irgendwie. Das raffe ich nicht. Aber ich glaube, einige von meinen Zuschauern werden folgende Weisheit sehr stark verinnerlicht haben. Die Leute, die tatsächlich viel Geld haben und tatsächlich reich sind, die müssen damit nicht flexen. Die abartigst reichsten Leute da draußen sind die, die mit Jogginghose und I don't give a fuck Attitüde durchs Leben gehen. Das sind nicht die, die dir den ganzen Tag beweisen müssen, dass sie es geschafft haben, sondern denen ist das einfach scheißegal. Trotzdem ist halt die Frage, die wir uns stellen sollten, dadurch, dass wir eben eine ganze Reihe an Content Creator haben, die so sehr raushängen lassen, was sie alles besitzen, ob sich dadurch vielleicht unsere Lebensrealität verschiebt und ob wir dadurch Geld und Materialismus sich einen viel zu hohen Stellenwert geben. Wenn wir uns hier zum Beispiel mal einen Montana Black vor seinem Lamborghini angucken oder hier einen Sam Desio in seinem Privatjet, weil er sich Privatjet leisten kann und damit fliegen kann. Oder wir... ja, Alter, ich liebe meinen Job. Oder wir haben hier eine Bibis Beauty Palace, die auf einem Haufen von Apple-Produkten rum... Was für ein unangenehmes Bild, Alter. Oh mein Gott, Bibi, what the f***, Digga. Fliegt, warum? Auch immer. Wir wissen es nicht. Ist ein Gewinnspiel gewesen, wie ganz viele andere es auch machen. Also es sind alles nur plakative Beispiele, es gibt tausend andere, die es genauso machen. Oder wir haben hier einen Justin, der auf jedem zweiten Bild mit irgendeinem anderen super teuren Wagen flext. So, die alle geben uns natürlich das Gefühl, wenn wir denen folgen und wenn die für uns so irgendwie eine Vorbildfunktion haben. So wie du, Stay? Also, wenn wir das so betrachten würden, also wenn es darum geht, so wie du, also weil ich nicht zeige, dass ich Geld habe oder so eine Scheiße, ist es halt auch scheißegal, Alter.
wisst ihr, was bei mir eigentlich das Wichtigste ist? Ich habe im Monat so viel Geld, dass ich meinen Hunden das leckerste, köstlichste Essen holen kann, das es gibt. Ich bin vollkommen fein, ich lebe mein Leben so, ist voll cool und ich will jeden Tag streamen, das ist alles, was ich will. Mehr ist es, das war's. Dann geben die uns das Gefühl, dass es etwas Erstrebenswertes. Also wir brauchen den Lamborghini in der Garage, wir müssen auf so vielen Apple-Geräten hocken oder uns sie zumindest leisten können. Oder wir müssen Privatjet fliegen, weil das der Flex ist, weil das das Coole ist, weil das das gechillte Leben ist, das nice Leben, was die da oben auch leben. Und ich sag jetzt gerade immer wir, vielleicht seid ihr gerade so, ich bin doch kein Sam Desio-Fan oder ich bin doch kein Montana Black-Fan, vielleicht distanziert ihr euch davon, aber vergesst nicht, dass ich dieses Video auch an ganz viele junge Menschen adressiere und es wirklich super, super, super viele Leute gibt, die Fans von denen sind. Vielleicht nicht mehr Sam Desio, die Zeit ist abgelaufen, aber von den ganzen anderen. Und natürlich ist es so, wenn du als 11-, 12-Jähriger aufwächst, mit diesen Idolen quasi, mit den Vorbildern und die ganze Zeit diesen Materialismus und dieses viele, ich habe so viel Geld und guck mal, was ich leisten kann. Wenn die das so krass anpreisen, natürlich guckst du dich dann vielleicht in der eigenen Wohnung um und denkst dir so, das reicht vielleicht nicht. Ja, aber es ist ja nicht die Wohnung, Alter. Ey, es ist so schade, dieser Übermaterialismus vermittelt nämlich genau das Falsche. Es geht nicht um die Wohnung oder sowas. Das Glücksgefühl, das ich Menschen am meisten wünsche, ist die Tatsache, dass sie beim Einkaufen mal nicht darauf achten müssen, wie viel sie ausgeben. Und ich meine beim Lebensmittel kaufen. Bruder, das ist das krankeste Gefühl überhaupt, einkaufen zu gehen, sich Essen zu holen und nicht darauf achten zu müssen, was auf dem f***ing Bon steht. Bruder, ey, ich wünschte dieses, ey, das ist ein Flex. Das ist ein Flex. Das ist der heftigste Flex überhaupt. Und das ist etwas, das ich Leuten wünsche. Das ist so nice. Das ist alles, jedes Mal, das ist das einzig Relevante. Weil das ist alles, was ausreicht, weil das so viel weniger den Kopf f***t einfach. Das f***t so viel weniger den Kopf, nicht wissen zu müssen, wie du nächsten Monat die Miete bezahlen musst, was du am Ende des Monats fressen musst, dass du nur noch von Ketchup und Spaghetti lebst, von irgendwelchen Suppenterrinen, ja, dass du dir das Essen zum dritten Mal warm machst, dass du die Krümeltee in so eine alte PET-Flasche reinkippst, weil du nichts anderes hast und das halt nur mal ein bisschen gestreckt werden muss. Alter, ich kenne diese verf***te Scheiße. Guckst du deine Eltern an im Zweifel und denkst dir so, ey, so, ihr habt es nicht richtig gepackt oder wieso haben wir nicht so ein krasses Auto? Und das sind natürlich total problematische Gedanken. Und es gibt eine Menge Studien, die besagen, dass es zumindest keinen proportional-kausalen Zusammenhang zwischen Geld und dem eigenen Glückszustand gibt. Klar ist, dass man ein gewisses Grundeinkommen, ein gewisses Vermögen braucht, um bestimmte Glückszustände zu erreichen in irgendeiner Form. Aber wie hoch das sein muss, ob man ein Lambo fahren muss, ob man Privatjet fliegen muss, das sei jetzt mal ganz klar dahingestellt. Das ist alles nur Blenderei, Alter. Das ist alles nur Blenderei. Also wirklich, das... Und das ist eben was wir ganz kritisch hinterfragen sollten. Kapitel 1b, Konsum. Das ist was mich fast noch mehr provoziert, weil ich das Gefühl habe, dass die Content Creator das noch viel mehr in der Hand haben. Also, wenn jemand mit seinem Auto flexen will, soll er das machen, er hat es sich selbst verdient, ist okay. Es gibt aber super, super viele, die für Kooperation und so weiter halt unfassbar viel konsumieren. Und das immer wieder zur Schau stellen. Wir verfolgen so viele Influencer und Influencerinnen, die regelmäßig in den Urlaub fliegen, ganz, ganz oft. Die regelmäßig Fashion-Hauls machen, die immer wieder neue Schuhe, neue Klamotten zugeschickt bekommen. Die jeden Tag aus fancy Restaurants irgendwelche Food-Sachen posten, wo du dir als normalsterblicher Mensch einfach nur denkst, wie zur Hölle machen die das? Woher haben die das Geld, um sich das alles zu leisten? Was machen die mit den ganzen Sachen? Und du kriegst natürlich auch hier wieder als junge Person das Gefühl, wenn du zu Hause, und das ist völlig normal, nur ein oder zwei Paar Schuhe hast. Ich als Jugendlicher, ich hatte immer nur ein Paar Schuhe. Ich bin mit einem Paar Schuhe das ganze Jahr rumgelaufen. Ich hatte keine Auswahl. Also ich hatte noch Sportschuhe, aber sonst diese meine normalen Sneaker. Ich hatte ein Paar Sneaker und das war's. Wenn du dir die ganzen Influencer reinziehst, die Berge von Schuhen hinten haben und all das. Ja gut, also das ist ja jetzt, also da muss man auch mal ehrlich sagen, das ist jetzt nicht das, ja. Und ich rede jetzt nicht davon, dass die sich das nicht machen dürften. Ich sag auch ehrlich, ich habe auch super viele Schuhe hier. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du jede Woche eine Kooperation raushaust, wo du sagst, ey, ich habe die Sneaker zugeschickt und guck mal, das passt hier hin und das habe ich jetzt hier. Oder ob du dich selber privat dazu entscheidest, diese Schuhe zu kaufen. Das sind zwei Paar Schuhe. Cool. Das hat irgendwie gut gepasst gerade. Und richtig schlimm ist halt wirklich, wenn die Leute das die ganze Zeit einem vor die Nase halten, wie oft man im Urlaub ist, wie oft man das machen kann, weil das halt völlig lebensentfernt ist. Das ist kein normales Leben und ich sage euch, das ist auch nicht erstrebenswert. Es ist nicht erstrebenswert, tausende Klamotten nach Hause geschickt zu bekommen. Erstens ist es mega, mega, mega nicht nachhaltig, also absolut das Gegenteil davon, was man gerade machen sollte. Und zweitens macht Überkonsum erwiesenermaßen unglücklich. Das hat mit dem Kaufverhalten und dem damit vermutenen Dopaminschub zu tun. Es ist im Grunde so, ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ihr euch jede Woche ein neues Paar Schuhe leisten könntet, dann werdet ihr ganz schnell merken, dass euch die Schuhe nicht mehr glücklich machen. Das geht ganz schnell. Ihr habt vielleicht ganz kurz auch diesen Dopaminschub, wenn ihr ein neues Paar Schuhe gekauft habt, aber die Schuhe,
die machen euch nur ganz, ganz kurz glücklich. So. Und dann werdet ihr direkt wieder denken, ey, vielleicht kaufe ich mir ein neues Paar Schuhe, um wieder diesen neuen Dopaminschub zu kriegen. Wenn ihr aber diesen Rhythmus habt, dass ihr beispielsweise ein Jahr lang die gleichen Schuhe tragt und dann im nächsten Jahr ein neues Paar Schuhe kriegt, dann freut ihr euch so dermaßen dann auf das neue Paar Schuhe, wenn ihr das dann mal kriegt. Und wenn ihr das tragen könnt, ihr freut euch wochenlang noch, mit diesen Schuhen rumzulaufen. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Deswegen macht euch selber nicht euer Leben kaputt, indem ihr so krass überkonsumiert und indem ihr so geisteskrank viel kauft, die euch nicht glücklich macht. Ich verspreche euch, je mehr ich mir an Sachen gekauft habe, umso weniger glücklich bin ich mit diesen Sachen geworden. Das ist Bullshit. Das ist Quatsch. Das heißt also, ab jetzt, wenn ihr Content Creator verfolgt, die vielleicht auch eure Vorbilder sind und die konsumieren ein bisschen viel oder die glorifizieren ein bisschen krass diesen Überkonsum, denkt euch immer, die sind gerade selber nicht so glücklich und das ist nicht das, was ich selber möchte. So ein extrem geiles Gefühl, Stay. Ich bin mit meiner Umschulung fertig. Ein entsprechendes Gehalt. Nun verdiene ich es einfach das beste Gefühl, Nahrung einzukaufen, ohne darauf zu achten, oder? Alter, ey, ohne Joke, das klingt total bescheuert, ne? Aber das können auch nur Leute nachvollziehen, die auch mal gefressen haben, ja? Oder die das mal nicht gemacht haben. Oder die irgendwie mal eine Nachzahlung bekommen haben und wussten nicht, wie sie die nächsten Monate... Und das gibt es viel zu viele Leute. Ich denke, das können eine Menge Leute nachvollziehen. Das Geilste ist einfach genau dieses Gefühl. Im Konsum zu laufen und zu sagen, jo, das ist mir egal. Und das ist etwas Real Talk. Und da möchte ich nochmal sagen, das wünsche ich jedem. Einfach jedem. Das ist wahrer Reichtum so. Einfach wirklich... Ey, das ist total bescheuert. Das klingt so bescheuert, wie es klingt, ne? Aber wenn du aufhörst, ein Kind zu sein, passieren zwei Dinge oder passieren mehrere Dinge und die passieren zusammen. Und ich nenne jetzt mal die schlimmsten Sachen überhaupt. Wenn du aufhörst, ein Kind zu sein und das erste Mal auf eigenen Beinen stehst, merkst du, dass der Briefkasten nicht dein Freund ist und dass da nur böse Mitteilungen kommen, dass die eigentlich alle nur das Beste von dir wollen, nämlich deine Kohle. Und dass du das, was du verdienst, sofort ausgibst, weil das das Mindeste ist zum Leben. So, das sind diese zwei Dinge, die du merkst. Die beste Post ist keine Post. Ich habe immer noch posttraumatische Belastungsstörung, wenn ich zu einem Briefkasten gehe. Alter, es gibt keine Post, die mir irgendwie Angst machen müsste, aber ich habe es immer noch. Ich habe Angst vorm Briefkasten, Alter. Ich habe Angst davor. Ich kann nichts dagegen machen. Ich habe Angst davor, den Briefkasten zu öffnen. Posttraumatische Belastungsstörung. Ja, es ist so. Aber ich meine das. Ich meine das so, wie es ist. Da sind die schrecklichsten Mitteilungen in meinem ganzen Leben sind immer aus der Post gekommen. Da sind nie gute Nachrichten gekommen. Als Kind mit deinen Eltern hattest du irgendwie noch so das Gefühl, hat dir dein Brieffreund oder deine Brieffreundin geschrieben? Oder hat deine Oma dir zu deinem Geburtstag irgendwie einen Gutschein geschickt oder so? Da ist nie was Gutes drin. Das Einzige, was in dem ein Briefkasten ist eine Nachzahlung, eine Rechnung, eine Mahnung oder eine Aufforderung, dass du irgendwas vergessen hast. Verfickter Briefkasten, Alter. Kapitel 1c, toxische Maskulinität. Das Kapitel werde ich jetzt nicht so lange besprechen, weil ich hätte eigentlich, wenn, ein eigenes Video verdient und eigentlich habe ich das sogar schon gedreht. Und zwar, hier steht was Nettes zu Us 5. Ging es da ja auch viel um diesen Andrew Tate. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber der war jetzt nicht ausschließlich Content Creator, aber wurde später zu einem Content Creator quasi, weil er im Internet sehr viral gegangen ist und hat zum Teil sehr problematische Aussagen gedroppt, die eben in einigen Fällen extrem sexistisch waren oder auch sexualisierend gegenüber Frauen und sehr problematisch in dieser patriarchischen Denkweise. Alles nicht das, wie man heute denken sollte. Alles sehr, sehr, wirklich sehr ungesund. Und davon gibt es schon noch eine ganze Reihe an Content-Creatern, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein extra Video. Es geht los mit auch so sehr sexistischen Straßenumfragen. Hirnspaltung, Spende 20 und schreibt, komm aus dem Brennpunkt, bin 16 ausgezogen, haben die Lehre 2,50 netto die Stunde bekommen und ich kann es mir durch harte Arbeit jetzt leisten, dich für diese Aussage zu loben. Hirnspaltung, Alter, ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, von dir 20 Euro zu bekommen, wenn du so krasse erlebt hast. Aber vielen Dank, Mann. Wenn ich schon sehe, bei TikTok oder auch bei YouTube, da gibt es einige Jungs und Männer, die dann mit ihrem Mikrofon rumlaufen und dann gehen die halt direkt hin zu Frauen, die gerade viel Ausschütt haben, die besoffen sind und stellen ihnen irgendwelche Fragen zu, oh, und mit wie vielen Jungs heute schon rumgemacht oder was muss ein Mann mitbringen, damit du heute noch mit ihm ins Bett gehst und so Fragen, wo ich denke so, ah, okay, du machst die Szene gerade für Thumbnail, damit du das so sexualisieren kannst und wie du dich selber in der Männlichkeit dann präsentierst, auch wieder viele Männer sind, sehr, sehr unangenehm. Da gibt es einige Influencer-Content-Creator, die das sehr, sehr krass so pushen und die dann teilweise auch eben so ein Männerbild vertreten, was sehr ungeil ist. Das kommt teilweise auch aus der Fitnessszene. Markus Rühl ist ein absolutes Meme. Ist sicherlich ein lustiger, sympathischer Typ im echten Leben, keine Ahnung. Aber wenn man mal so ein paar Aussagen, nur mal so ein bisschen kritischer fragt, klar, das sind so Meme-Sprüche geworden mittlerweile, aber so Dinge wie, muss nicht schmecken, muss wirken. Ich sag das mal nicht mit seinem lustigen Dialekt da, aber muss nicht schmecken, muss wirken. Wenn du das mal ein bisschen hinterfragst, so, wenn du weißt, du erreichst so viele junge Menschen, so viele Leute, dieses einfach nur in sich reinfressen, Massen und so, wenn du dich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigst, wie gesund das eigentlich auch für einen wirklich ist, irgendwie Tonnen an Magerquark in dich reinzukippen und so. Natürlich, ganz speziell für den Fall, wenn du überambitionierter Bodybuilder bist und wenn
wenn du ganz spezielle Ziele, also diese kleine Nische, wenn du das, natürlich, aber als 14-, 15-Jähriger zu sagen, so ey, einfach alles essen, 3, so Hauptsache, so, wisst ihr, was ich meine? Das sind so Dinge, das ist so ein bisschen dieses, ich kenne ja auch Markus Rühl von den Videos, wo er so ein bisschen über Vegan auch ein bisschen stichelt und so und dies, das sagt, so, ich bin da nicht persönlich angepasst oder böse, ich sag nur, diese großen... Mehr Adern als Hirn. Creatoren, ja. Auch Creator-Leute, die viele Leute erreichen, die müssen aufpassen, was sie sagen und die müssen sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Und deswegen sollte man auch in solchen Fällen immer genau kritisch hinterfragen und macht im Zweifel, ich weiß, das ist ein bisschen ekelhaft, wenn ich das so sage, aber was dieses toxische Männlichkeitsthema angeht, ne, wenn ihr Content-Creator verfolgt, die sehr abwertend über Frauen reden oder sehr abwertend Frauen abfilmen und sowas. Stellt euch immer mal vor, also diesen Vergleich sollte es gar nicht erst geben müssen, aber stellt euch im Zweifel immer mal vor, was wäre, wenn das eure Schwester oder eure Mutter ist, die da gerade in dem Video ist oder die gerade in dem Video besprochen wird, wo jemand sagt, ja, eure Mutter verhalten sich wie Hunde und so. Versteht ihr, was ich meine? Bringt das auf diese Ebene und ihr werdet sofort merken, du kleiner sagst du was nicht nochmal und ich mach das nur, weil manche Leute kriegen das ohne diese Ebene nicht hin, um das zu verstehen, wie problematisch eben manche dieser Aussagen sind. Kommen wir noch zu Kapitel 1d, Übersexualisierung und Oberflächlichkeit. Auch das ist ein Thema, was ich super wichtig finde, das gerade einfach kurz anzusprechen, damit man es kritisch hinterfragt. Es gibt eine ganze Menge, die sind vor allem auf Instagram und TikTok unterwegs, ehrlicherweise. Es gibt eine ganze Menge an Influencer und Influencerinnen, die ihren Körper sehr stark übersexualisieren, also in der Art, wie sie es präsentieren. Gibt's auch auf YouTube. Beispielsweise gibt's eine ganze Menge an so zum Beispiel ASMR-Creatorinnen, wo ich mich immer frage, so, also klar, es ist jedermanns Recht, sich anzuziehen, wie man will, aber die Frage, die man sich stellen sollte, hast du... Jedermanns Recht, aber die Weiber nicht! ...so viel Ausschnitt an, weil es gerade wirklich, weil es das Ding ist? Oder hast du so viel Ausschnitt an, weil du dich gerade eben übersexualisierst, um zum Beispiel mehr Klicks für deine ASMR-Videos zu bekommen? Ja, er hat, ist nicht gut gealtert, das Video gerade. Er hat gerade Amorant gezeigt, die gesagt hat, dass ihr Ehemann sie zum Teil durch toxische Beziehungen dazu gezwungen hat, gewisse Dinge zu machen. Also... Und das ist einfach insgesamt problematisch. Andere, die ihren Körper eben sehr krass... Aged like alte Milch. ...was übersexualisieren. TikTokerinnen, die dauernd... TikTok-Accounts, Deutsche auch, die bestehen nur daraus, dass sie Sachen fallen lassen und die hinten aufheben, damit man ihren Po sieht und solche Sachen. Wisst ihr? Ultimative Gönnung. Entschuldigung. Ultimative Gönnung. Was? Hä? Was ist das? Was ich meine, natürlich hoffe ich wirklich inständig, dass niemand die als Vorbilder hat, aber ich habe trotzdem Angst davor, dass es so sein ultimative Gönnung sein könnte. Und dann gibt es eben auch noch die, die dauernd davon erzählen, was ihnen an ihrem Körper nicht gefällt und das ist bis zu der Stelle auch okay, bis sie dann eben plötzlich anfangen zu erzählen, dass sie die und die und die Operation vornehmen und die Ärzte empfehlen können. Das ist einfach sehr, sehr erschreckend. Zum Teil sind das ja nicht mal Ärzte, sondern sind es irgendwelche Kosmetiker, die offiziell eigentlich nicht mal diese Eingriffe übernehmen dürften. Es ist sehr, sehr schwierig und deswegen muss man ganz doll aufpassen bei all denen, die halt sehr, wenn ihr merkt, dass ihr einen Creator oder eine Creatorin verfolgt, die euch immer mehr das Gefühl gibt, dass ihr mit eurem Körper unzufrieden sein solltet. Ich habe dazu ein ganzes Video über Bodyshaming gedreht, aber dann solltet ihr diesem Creator, dieser Creatorin wirklich nicht weiter folgen, weil das wirklich kein gutes Vorbild ist. Wie gesagt, es ist vorbildlich schon, wenn man ehrlich auch darüber spricht, was einem am eigenen Körper nicht gefällt, und es ist okay. Aber wie gesagt, wenn es dann darum geht, dann dieses Brazilian Buttlifting zu machen als Alternative, als Lösungsansatz, dann muss man darüber nachdenken, diesen Leuten zu entfolgen. Nun habe ich schon besprochen, dass es eine ganze Menge an halb Mensch, halb Po. Problematischen Werten gibt, die Influencer zum Teil unbewusst vertreten oder sich zumindest auf diese Art zeigen. Aber das ist noch längst nicht alles an dem, was problematisch ist. Es gibt nämlich noch einen ganz großen Haken an der Sache. Kapitel Nummer 2, fehlendes Glück. Also neben diesen falschen Werten, die zum Teil transportiert werden, haben wir noch ein ganz anderes zentrales Problem. Wenn wir uns jetzt diese Influencer und Content Creator als Vorbilder ansehen, und das werdet ihr vielleicht nicht wissen, aber ist tatsächlich einer der meistgenannten Berufswünschen von jungen Menschen, also Kindern und Jugendlichen, Influencer zu werden. Okay, da möchte ich ganz klar von abraten an dieser Stelle. Obwohl Influencer augenscheinlich ein mega geiles Leben zu führen scheinen. Viele Autos haben, oft in den Urlaub können, krasses Essen essen, immer wieder neue Klamotten. Ist tatsächlich ein großer Teil von diesen Leuten gar nicht mal so glücklich, wie sie tun. Erstmal gibt es eine ganze Reihe, ich blende euch mal einige Videos ein, von Burnout- und Depressionsvideos von sehr großen Creatern. Das hängt sicherlich nicht nur damit zusammen, dass die Influencer-Content-Creator sind, sondern auch damit, dass sie sich einfach überarbeitet haben. Aber ich kann euch sagen, ich kenne super, super, super viele Content-Creator. Durch all unsere Produktion, durch mein Netzwerk, durch die Freunde, die ich habe, ich kenne wirklich Minsky, dankeschön. Wahnsinnig viele. Und ich kann euch ehrlich sagen, es gibt super, super viele, die nicht zufrieden mit sich sind und nicht zufrieden mit dem, was sie machen. Ja, das ist aber auch leider etwas, das in der Branche ganz normal ist. Und ich glaube, ich kann auch einigermaßen erklären, warum es relativ normal ist. Der Grund, warum
das Volkskrankheit, Depression, Volkskrankheit, Traurigkeit besonders im Fokus von Content-Creatern und Influencern ist, weil die einen übermäßigen Bestätigungsdrang entwickeln durch die Tatsache, dass sie halt ständig damit konfrontiert werden, wie geil sie sind, dass sie cool sind, dass sie vielleicht scheiße sind, die negativen Kommentare stechen heraus, die positiven Kommentare kommen wieder rein. Da werden so viele Endorphine freigesetzt durch diese ständige Bestätigung, das kann man sich nicht vorstellen. Das können täglich hunderte Leute sein, es können täglich tausende Leute sein, es können zehntausende Leute täglich sein. Und dadurch geht bei dir einfach was im Kopf kaputt, Alter. Es geht kaputt und du musst da einfach intervenieren. Man muss da selber auch die Reißleine ziehen und sagen, es gibt bestimmte Sachen, die ich mir nicht reinziehe, weil ansonsten werde ich einfach, es ist zu viel. So, und ich glaube, dass das bei vielen nicht möglich ist. Ne? Also wenn die Leute das nicht machen, dann werden die halt einfach krank. Ich glaube, dass das ein Hauptgrund dafür ist, dass so viele dann irgendwie sich fragen, was los ist. Und ein zusätzlicher Grund wird sein, Knoller, ich danke dir übrigens. Was ich jetzt aber sagen wollte, ist, dass viele auch einfach viel zu jung damit anfangen. Viele sind einfach von der Schule gekommen, haben darüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen und sind dann erfolgreiche Influencer geworden. Und da muss ich ganz einfach sagen, da fehlt die persönliche Reife. Da fehlt einfach die persönliche Reife, um mit diesen Sachen richtig klarzukommen. Vielleicht fehlt auch die persönliche Reife, um zu merken, was das selbstständige Leben im Rahmen dieser Sache ist. Aus der Schule raus und sofort in dieses Influencer-Business. Es gibt Leute, die das schaffen. Es gibt aber auch Leute, die da einfach dran zerbrechen und die dann nie mit der Realität richtig connecten. Sondern die leben dann in dieser Influencer-Welt, die wirklich geprägt ist von Unverantwortlichkeiten und ganz besonders vielen Trotteln. Jetzt wird gefragt, wie machst du das eigentlich mit diesem ganzen Feedback? Ich konsumiere eigentlich nur die Livestream-Chats zu dem Zeitpunkt, wenn ich streame. Ich habe mich von Twitter abgekapselt, so gut wie. Ich bin nicht mehr auf Instagram. Ich habe sonst keine Social-Media-Sachen, die irgendwie bei mir stattfinden. Ich moderiere den Kanal und die Interaktion, die mit mir ist, da gibt's das ist sehr direkt, aber auch sehr kontrolliert, glaube ich. Und am Ende des Tages lese ich auch keine YouTube-Kommentare, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich kriege auch nicht mit, wenn irgendwas auf YouTube nicht gut läuft in den Kommentaren oder so. Mir sagen das dann die Cutter, weil ich ansonsten würde ich wahnsinnig werden. Da sind tausende Leute, die immer wieder schreiben, dass ich cool bin oder dass sie es gut finden, was ich mache. Und da sind tausende Leute, die mir unter Umständen schreiben, dass ich scheiße bin und dass ich scheiße finde, was ich mache. Das kann ich gar nicht, das könnte ich gar nicht richtig raffen. Ich könnte es gar nicht richtig raffen, weißt du? Ich kann ja auch in dem Moment gar nicht damit interagieren. Und deswegen mache ich das einfach nicht. Ich lese hier im Chat ein bisschen, wenn die Leute irgendwie Sachen schreiben oder wenn die Leute mit mir interagieren wollen, dann lese ich das. Wenn die Leute im Discord schreiben, so dann lese ich das. Aber alles andere, Alter, alles andere geht nicht. Ne? Und das funktioniert nicht. Du lebst also in deiner eigenen isolierten Kapsel? Nee, also ja, kann man vielleicht so sagen, aber ich kontrolliere, welchen Sachen ich mich aussetze. Weil ich gelernt habe, dass es keine Rolle spielt, ob ich von irgendeinem Naruto-Profilbild auf Twitter Scheiße genannt werde, wenn mir allgemein Scheiße egal ist, wenn dem allgemein Scheiße egal ist, ob ich guter oder schlechter Mensch bin. Also ich kann sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, wie Leute mich finden, weil die Leute mich nicht kennen. Also das ist einfach Scheiße egal. Ich nehme von niemandem Kritikpunkte an oder ich nehme von niemandem Lob an und ich nehme von niemandem Kritikpunkte an, von dem ich das andere nicht auch annehmen würde. Das bedeutet, ich habe einen sehr kleinen Kreis von Leuten, die mir sagen können, was sie denken und das nehme ich ernst, weil alles andere, ich würde Bruch gehen, Alter. Das sind zu viele Eindrücke, da gehst du kaputt, Alter. Würde nicht anders funktionieren und deswegen denke ich, dass ich damit ganz gut fahre. Also um das jetzt zu erklären. Und das ist moderiert, ja, also das ist eine Bubble. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, alles findet in einer Bubble statt. Alles. Alles findet in einer Bubble statt. Egal wo ihr seid irgendwie immer in einer Bubble. Wirklich eine ganze Menge. Viele haben Existenzkrisen, viele haben depressive Züge, viele haben ein sehr schwaches Selbstbewusstsein und sehr, sehr viele verlieren sich immer mehr in dem, was sie eigentlich selber sehr krass hassen, aber es immer weiter für ihren Job tun. Und deswegen möchte ich einfach sagen, warum sollte man jemandem bewusst oder unbewusst nacheifern im Sinne dieser Vorbildfunktion, wenn diese Personen eigentlich mega unglücklich sind? Das ist ja eigentlich nicht das Ziel, denn das Ziel sollte es ja schon irgendwo sein, das sage ich zumindest jetzt als meine These, dass wir irgendwie glücklich sind. Und wisst ihr, was das Verrückte daran ist? Ich auch. Bei mir als Kind war es auch so, das wird ganz vielen von euch ähnlich gehen. Als Kind wollte man irgendwann immer mal... Du steckst in deiner Bubble fest, so wie der Text in einem Manga-Heft. Brudi. Alter, Farid Bang.
Fabi Bang auf Fake-Account angelehnt hier. Eieiei. Schauspieler werden oder Musiker oder Model oder irgendwie berühmt sein. Da hat man immer gedacht, irgendwie will man gerne berühmt sein. Das ist so verrückt, weil ich habe mir eben mal beim Skripten dieses Videos Gedanken darüber... Das ist von Tadl? Aha. Dann ist Tadl also Farid Bang. ...gemacht, ey, man müsste sich doch einfach wirklich nur mal... Braucht man nicht Eindrücke von außen? Je kleiner die Gruppe, desto heterogener ist sie. Also unkritischer gegenüber den Leuten und hyperkritisch gegenüber allen Außenstehenden. Ich bin mein größter Kritiker. Ich brauche, denke ich, nicht irgendwie zusätzliche Kritiker. Also das Ding ist, das funktioniert nicht. Also es funktioniert zumindest nicht so, wie man sich das als Außenstehender vorstellt. Es ist auch sehr, sehr schwierig, das im Rahmen von Erklärungen darzustellen. Aber am Ende des Tages habe ich mich sehr intensiv mit dieser Sache beschäftigt. Und da geht es einfach auch darum, dass der Mensch für diese Skalierung von Interaktion nicht gemacht wird. Also der Mensch in seiner urtümlichsten Form lebt in Gruppen zwischen 10, vielleicht 20 Leuten. Und da sind wir sehr geprägt und da geht es um soziale Interaktion als soziales Wesen. Und das kann vielleicht ein bisschen mehr werden. Aber kein Mensch, und das betrifft auch mich, kann mit Interaktion umgehen im Tausender, Zehntausender Bereich. Das funktioniert einfach nicht. Das kriegt man nicht hin. Das schafft man nicht. Und wenn man das weiß und sagt, hey, okay, da müssen wir irgendwie was machen so und man schafft sich trotzdem irgendwo einen kleinen Regelbereich, der nicht eine eigene verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit darstellt, dann muss ich sagen, finde ich es vollkommen in Ordnung. So. Also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, habe ich auch nicht wirklich den Eindruck, dass ich besonders desillusioniert bin oder realitätsfern. Ja. Diese ganzen Star-Biografien ansehen, und einem wird klar, dass das wirklich kein geiles Leben sein kann. Kapitel Nummer 3, die Schattenseite des Berühmtseins. Sind wir mal ehrlich, wir hören immer wieder von Fällen, wo Leute, die vielleicht gerade einen Hype hatten oder vielleicht auch schon länger berühmt sind, dann entweder verstorben sind oder krass drogenabhängig, alkoholabhängig, irgendwelche krassen Probleme haben. Man hört diese Fälle immer und immer wieder. Und man hört die nicht nur deswegen immer wieder. Wie lange hast du noch vor zu streamen oder baust du dir ein zweites Standbein auf? Also ich streame, weil ich Bock drauf habe. Erstens. Zweitens, ich verdiene super viel Geld mit Streaming. Das steht außer Frage. Aber wenn ich keinen Bock mehr zu habe zu streamen, kann ich von heute auf morgen aufhören. Das wird mich nicht interessieren. Und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Wieder, weil das berühmte Leute... Also wenn du das fragen willst, wie es um meine Persönlichkeit gestellt ist oder finanzielle Rücklagen oder sowas. Ganz am Ende bin ich safe. Um mich muss man sich keine Gedanken mehr machen. Macht euch lieber Gedanken um euch selbst und guckt, dass ihr selber mit Arsch an die Wand kommt, Digga. Sind, über die viel berichtet wird, sondern weil tatsächlich auch überproportional viele... Was hast du gelernt? Fachinformatiker für Systemintegration. Fisi, Digga! Fisi! Umgangssprachlich ist das Internet-Hausmeister. Von diesen berühmten Leuten genau... IT-Hausmeister. ...genau diese Probleme haben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Club 27 kennt. Da geht es um eine Reihe an Musikern, die mit 27 teilweise mysteriöserweise und teilweise wegen offensichtlichen Gründen verstorben sind. Mit 27 Jahren ist einfach sehr, sehr früh. Und auch sonst könnt ihr sicherlich einen Haufen an Schauspieler und Schauspielerinnen, Musiker und so weiter aufzählen, die im Alter von 40, 50, 60 Jahren krasse Alkoholprobleme bekommen haben, Drogenprobleme und teilweise auch deswegen verstorben sind. Man hört es immer wieder. Ich will nicht sagen, dass man das in anderen Berufsfeldern nicht auch hat. Ich will auch nicht sagen, dass man in anderen Berufsfeldern nicht genauso auch Alkoholiker werden kann oder ähnliches. Auf jeden Fall. Das soll jetzt auf keinen Fall so ein Video sein, oh Gott, habt Mitleid mit den ganzen Stars und mit den Leuten, weil es so schlimm ist oder so. Versteht mich da bitte in dieser Hinsicht wirklich nicht falsch. Ich sag nur, wenn das die großen Vorbilder sein sollen, wo wollen wir dann genau hin? Wollen wir all diese falschen Werte und Ideale? Geht es uns darum, mit Dingen zu flexen, die eigentlich keinen Wert haben, wie Geld oder Materialismus? Nee, ich glaube, es geht darum, damit zu flexen und das zu machen, was am meisten angeklickt wird. Und der einzige Grund, warum die Leute mit den materialen Werten flexen, ist, weil so viele Leute das anklicken. Geht es uns darum, berühmt zu sein auf Zwang? Was bekommen wir aber dann dafür zurück? Was ist das? Ich möchte in diesem Video ganz, ganz klar darauf hinweisen, dass die Dinge, die glücklich machen, ganz andere Dinge eigentlich sind. Das ist die Freiheit, das ist die Selbstbestimmtheit, das kann die Familie sein, das können Beziehungen sein, das können gute Freundschaften sein, das kann Selbsterfüllung sein. Ein Hobby beispielsweise, das man hat, eine Leidenschaft, der man nachgeht. Auf keiner dieser Listen findet sich haufenweise Geld, findet sich haufenweise Klamotten, jede Woche neue Schuhe, jeden Tag in teuren Restaurants essen gehen können. Alles das, was beispielsweise die Kardashians, wofür die stehen und was die machen. Wenn man das ganz ehrlich betrachtet, tief verachtenswert und überhaupt nicht nachstrebenswert. Ich glaube, das muss man verstehen und ich hoffe, dass niemand denkt, dass ich das aus einem Neidgrund sage oder so, weil das ist nicht mein Problem. Also ich möchte da nicht hin. Vielleicht war das ganz früher mal so, dass ich naiverweise dachte, das wär's vielleicht, viel Geld zu haben oder berühmt zu sein.
Aber ich kann euch aus ganz eigener Erfahrung sagen, das ist absolut nicht das, was glücklich macht. Das ist nicht das, was am Tag dafür sorgt, dass ich zufrieden bin. Das sind völlig andere Sachen. Das sind Sachen, die man sich völlig ohne Geld und ohne all die ganzen Sachen kaufen kann. Weil ich fühle diese Sache gar nicht, die hier gesagt wird. Eben auf einer viel persönlicheren und ehrlicheren Ebene ist. Deswegen. Ah, nee. Also, so gut, das Video von Jonas erstmal ein großes Kompliment, hat mir sehr gefallen. Hat mir auch sehr viele Eindrücke gegeben, die ich nochmal kommentieren kann. Das ist ja für mich nochmal sehr interessant, wenn jemand ein eigenmotiviertes Video macht, wo ich dann auch noch ein bisschen Sachen zu sagen kann, weil das mich auch interessiert. Und das, was er jetzt zuletzt gesagt hat, Geld macht nicht glücklich und so, es gibt viel wichtigere Dinge. Ich bin kein Fan von dieser Argumentation, weil es doch schon viel zu wichtig ist, Geld zu haben in unserer Gesellschaft. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass für viele Leute, sagen wir mal für 80% der Leute, und das ist eine überwiegende Mehrheit, vielleicht sogar 90% der Leute, eine größere Summe Kapital nahezu alle Probleme lösen würde. Und da ich selber ja auch der felsenfesten Überzeugung bin, zusätzlich, dass Geldsorgen sehr viel Bauchschmerzen machen und sehr viele Dinge hervortreten lassen, von denen man nicht wusste, was los ist. Und vor allen Dingen, Geldsorgen dazu führen, dass du dir gar keine Gedanken machen kannst, außer dich immer wieder darum zu sorgen, wie es weitergeht. Dass es schon sehr, sehr wichtig ist. Das ist übrigens einer der Hauptargumentationsgründe, warum ich am Ende des Tages für das bedingungslose Grundeinkommen bin. Weil ich glaube, dass eine Gesellschaft, die das Privileg hat, sich Gedanken darüber zu machen, was mit der Welt ist und wie sie das mit der Welt machen wollen, nur dann existieren kann, wenn die nicht nur sich den ganzen Tag damit auseinandersetzt, dass sie morgen wieder zur Arbeit muss, dass sie um 5 Uhr aufstehen muss, dass sie nicht weiß, wie sie die nächste Miete bezahlen muss, dass sie nicht weiß, wann der nächste Einkauf fällig ist, dass sie keine Kohle haben. Wie soll denn aus so einer drangsalierten Gesellschaft Veränderung entstehen, wenn das genau das ist, worum sich Menschen halt den ganzen Tag kümmern? Und das ist halt beschissen so. Da muss man irgendwie ansetzen, weil das einfach wie in einem Videospiel, weil das einfach im Kopf eine Forschungsstufe ist, die man erforschen muss, bevor der nächste Forschungsbaum freigeschaltet wird. Ich kann mit der Sache nicht so viel anfangen, wenn man sagt, Geld macht nicht glücklich, aber was? Ist es so? Weiß ich nicht. Geld macht vielleicht nicht gesund, weißt du? Geld macht nicht, wenn du krank bist, hilft dir Geld nicht, um gesund zu werden. Das ist vielleicht was anderes. Aber glücklich kannst dich doch schon machen. Raphael schreibt, als jemand, der mit einem 6-stelligen Gehalt, kann ich sagen, dass man an den Punkt kommt, wo mehr Geld nicht glücklicher macht, allerdings beruhigt es bis zu einem gewissen Level, ermöglicht Zeit. Raphael mit dem weirden Flex. Raphael mit dem weirden Flex, Digga. Es gibt ja diese Statistik oder diese Studie oder diese Forschung, die belegt, dass man irgendwie ab so und so viel netto nicht mehr glücklicher wird. Aber es gibt auch, ich weiß nicht, ob Glück das richtige Wort ist, weil Glück ja du mit dir selber ausmachst, ne? Es ist ja, es ist einfach nur, Geld besorgt einfach nur dafür, dass du keine anderen Dinge hast, die dich beeinflussen in diesem Zusammenhang, um dich vollends darauf zu konzentrieren, dein Glück zu finden. Ja, es ist ein sorgenfreies Fundament, um dich mit dem Glück zu beschäftigen oder danach zu streben. Und deswegen denke ich, dass man das, aber das ist schon ein, es ist wie so ein Handicap. Wisst ihr, was ich meine? So, für Leute, die das Handicap nicht haben, die können schneller oder vielleicht effizienter danach streben. Und Leute, die das Handicap haben, die müssen halt größere Hürden überwinden und mehr Stufen auf dem Weg dahin überwinden. Das ist so, es ist aber auf jeden Fall nicht einfach gesagt, Geld macht nicht glücklich. Das fühle ich nicht. Genau, was war das bei dem Jahresabkommen von 60.000 auf 75 Dollar? Erreicht das Lebensglück ein Maximum? Ja, sowas war das. So, aber ansonsten sehr geiles Video von Jonas. Vielen Dank auf jeden Fall für den Beitrag. Das konnte ich mir nochmal gut reinziehen und reinknuspern. Hier ist der Link dazu. Gerne mal vorbeischauen und Hallo sagen oder so.